Zeitreise in das Jahr 1919 im Bertuchhaus Weimar. Nee, uns Deutschen kann man es einfach nicht recht machen. Wir sind ein Volk von Streithammeln geworden, die, um Recht zu haben, auch über Leichen gehen. Und über all dem sitzt der Friedrich Ebert. Keinem kann er es recht machen. Die Kommunisten beschimpfen ihn als Verräter an der Revolution, die Monarchisten als bösartigen Umstürzler. Eigene Partei lässt ihn im Stich. Die Presse verhöhnt ihn. Nee. Es ist wirklich kein Vergnügen, in diesen Tagen Reichspräsident zu sein. Was Herr Müller, seines Zeichens Dienstangestellter der Nationalversammlung, hier über seinen obersten Dienstherrn Friedrich Ebert erzählt, gibt einen Einblick über die Schwierigkeiten, mit denen der erste demokratisch gewählte Reichspräsident zu kämpfen hatte. Das ist mühsam und wenig glorreich. Wir sind sehr froh, dass wir hier heute eine Veranstaltung zum Leben und Werk von Friedrich Ebert gestalten können. Friedrich Ebert, dem Namensgeber unserer Stiftung, der dann ja erster Reichspräsident wurde im Jahr 1919. Vom Sattlergesellen zum Reichspräsidenten war der Titel der Veranstaltung, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Weimarer Republikverein organisiert wurde. Ein Zeichen der Anerkennung für das politische Werk Eberts, die ihm zu seiner Amtszeit stets verwehrt blieb. Mit seinem unausgesetzten Bemühen um Konsens und Ausgleich sowie dem Appell an den Kompromisswillen war Friedrich Ebert seiner Zeit voraus. Beharrungsvermögen und Verantwortungsethos zeichneten ihn aus und machten ihn zum Prototyp des modernen Politikers. Es gibt eine Priorität, die hat er sich zum Lebensziel gesetzt, das ist die Demokratie. Das heißt also, die nicht nur die Etablierung der Demokratie, sondern auch eine Festigung der Demokratie. Etablierung in der Revolutionszeit, das war der Weg, wo es hingehen sollte. Und als eine parlamentarische Demokratie hier in Weimar begründet wurde, ging es ihm als Reichspräsident darum, diese zu festigen. Ein Ziel, das heute noch aktuell ist. Und so kann Friedrich Ebert auch dem gegenwärtigen Politikbetrieb als Vorbild dienen. Beharrungsvermögen und vielleicht den langen Atem, den Politik heute nicht mehr hat. Wir erwarten in kürzester Zeit Lösungen für bestimmte Probleme. Ebert hat zu seiner Zeit gesehen, in einer viel dramatischen Lage, dass die Überwindung von Problemen doch Zeit benötigte. Wenn Sie sich vorstellen, Deutschland ist geboren, die erste Republik, aus einem verlorenen Krieg mit all seinen Verwerfungen. Und da galt es, das Haus der Demokratie, der Republik zu zimmern. Und dazu braucht es einen langen Atem.